Auf geht's zur Wiesn! Oh, Zapfdüs! Am Finaltag der Wiesn. Neben mir Sarah Tack, Dirndl-Designerin. Ey, ich habe eins ihrer wunderschönen Kreationen an. Du von dir selber wahrscheinlich auch, nehme ich an. Ja, selbstverständlich habe ich von Dirndl die Beindirndl an. Was waren denn die diesjährigen Mega-Wiesentrends? Also dieses Jahr ist man ja an einem Blumenkranz nicht vorbeigekommen. Ich habe meinen kläglich heute nicht aufgesetzt. Ja, das holen wir dann dafür im Sommer wieder nach. Absolut. Ja, gibt es den Trend auf jeden Fall wieder. Wie ist denn die Wiesn generell für dich gelaufen dieses Jahr? War alles gut? Ja, war eine ganz tolle Wiesn. Ich durfte ja die Claudia Effenberg unter anderem auch ausstatten. Ich gesehen, sah sehr schön aus. Ja, sie ist ganz verliebt in Dirndl-Liebe und ich hatte eine ganz tolle Kooperation mit dem Charles Hotel. Das hat auch sehr toll geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt würde mich interessieren, was passiert nach der Wiesn? Was machst du jetzt? Für mich geht es weiter nach Monaco. Ich darf dort bei Prinz Albert im Yachthafen meine Dirndl anbieten, denn die haben auch noch ein Oktoberfest. Jetzt Mitte Oktober geht es bei denen los und da bin ich vor Ort. Oh mein Gott, was nimmst du da für Dirndl mit oder wie viel hast du da dabei? Ich werde so 30 Dirndl einpacken, in jeder Größe werde ich was dabei haben, sodass für alle Frauen was direkt zum Werben da ist. Was war dieses Jahr deine Dirndlfarbe schlechthin? Also blau ist natürlich immer der Trend, wie bei dir jetzt auch. Ansonsten ein rosa Dirndl ist auch immer angesagt. Das sind so die Trendfarben für dieses Jahr gewesen. Perfekt. Dann hoffe ich mal, dass wir uns nächstes Jahr auf der Wiesn wiedersehen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in Monaco. Dankeschön. Also im Prinzip müssen wir das fast sehen. Also wir brauchen da Fotos auf jeden Fall. Die müssen wir auf WiesnGaudiTV dann auch zeigen auf jeden Fall. Hast du noch einen letzten Gruß für unsere WiesnGaudiTV-Zuschauer dieses Jahr? Ja, der letzte Gruß geht natürlich an alle Dirndl-Liebe-Fans, die jetzt dieses Jahr sich ein neues Dirndl von Dirndl-Liebe zugelegt haben. Ich freue mich und schaut gerne bei Facebook rein. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.